alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute will ich machen ganz leckere Käsebällchen. Ich habe sie schon mal auf meinem Kanal gemacht, aber heute mache ich sie ein bisschen anders. Ich habe von meiner lieben Schwester den Rezept bekommen und sie schmecken auch ganz gut. Da will ich es mit Ihnen teilen. Also, was brauchen wir dazu? Natürlich körnige Käse erstmal. Ich habe jetzt den hier genommen, ganz normaler von Aldi. Aber ich empfehle Ihnen vorher, in so, das sind jetzt 400 Gramm, in jedem Päckchen sind 200. Ich habe jetzt erstmal in so ein Sieb das, den Käse getan und so am besten über Nacht. Ich habe das zum Beispiel über Nacht gemacht und sehen Sie, wie viel da Wasser noch rausgekommen ist. Also am besten, der muss schon etwas trocken sein. So, weiter brauchen wir noch 3 Eier. 2 Teelöffel Backpulver, 1,5 Löffel Zucker, etwas Salzprise, 400 Gramm Mehl, ich habe das schon jetzt durchgesiebt, Öl zum Frittieren und etwas Grieß, aber den Grieß brauchen wir nur, damit ich die Bällchen, fertige Bällchen schon so damit ein bisschen wälze. Das machen wir aber zum Schluss. Zuerst mache ich erstmal den Teig. So, der Teig ist fertig, so ungefähr muss er sein. Ich knete ihn jetzt noch ein bisschen, hole ich erstmal mein Brett raus und dann forme ich die Bällchen daraus. Tue ihn noch ein bisschen kneten. Ich schneide erstmal in zwei Hälften. So, jetzt mache ich daraus Bällchen. Erstmal so, einfach schneiden. Also am besten nicht so große machen, sie müssen sich ja auch beim Frittieren gar werden. Ich habe sie soweit fertig. Jetzt mache ich sie zusammenrollen. So wie ich das mache, so einfach. Und dann tue ich sie ein bisschen so in den Grieß rein. Dann behalten sie die Form. So zur Seite legen. So, ich habe jetzt den letzten fertig gemacht. Ich lasse jetzt etwas ruhen, 10-15 Minuten und tue schon das Öl in die Pfanne rein oder in einen Topf fürs Frittieren. Und so lange können sie liegen und so ein bisschen, bis das Backpulver anfängt zu arbeiten. So, ich fange jetzt an, meine Bällchen zu frittieren. Ich habe jetzt hier 1 Liter Öl erhitzt. Jetzt werde ich den Herd etwas niedriger stellen, damit es langsamer frittiert. Also am besten, ihr nehmt sich so einen Schöpflöffel. So sehen sie aus, ungefähr nach 5 bis 7 Minuten aus. Ich habe inzwischen den Herd etwas höher gestellt, auf 5. Damit sie einfach schönere Farbe kriegen. Und immer wieder mit so einem Schöpflöffel gewendet, damit sie auch gleichmäßig gar sind. So, ich hole die ersten raus und backe erstmal oder frittiere erstmal alle aus und dann sehen wir es wieder. Ich habe jetzt mir vorbereitet auf so ein Küchenpapier erstmal, damit auch das überschüssige Fett abtropft. So. Ich wollte Ihnen jetzt nur zeigen, wie sie von innen aussehen. Ich schneide mal einen aus. So. Ich wünsche Ihnen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.